Hallo, ich bin Tim und ich möchte euch heute ein neues Set von meiner Lego-Sammlung vorstellen. Das ist der Forsthauser mit der Nummer 42080. Hier seht ihr jetzt den Lego-Forsthauser in voller Größe. Er kann hier den Motor anmachen und ausmachen. Den mache ich jetzt mal an. So. Dann kann man das hier aufmachen. Dann sieht man, wie sich hier eine kleine Pumpe bewegt. Mit der Pumpe geht dann, also die dreht sich dann immer weiter und bringt dann die Luft weiter. Und dann kann man hier einmal rechts und einmal links sind solche kleinen Schaltkästchen. Da kann man dann einstellen, was das jetzt gerade machen soll. Dann mache ich jetzt einfach mal nach oben. Dann macht das jetzt auf und wieder zu. Auf, zu. Dann gibt es hier den anderen noch. Dann kann man das Ganze runterfahren. Und auch wieder hochfahren. Das Set ist von 2018 und hat genau 1003 Teile. Wie ihr gemerkt habt, geht das Rauf- und Runterfahren vom Forsthauser sehr langsam. Früher hat man bei den Lego-Sets immer einen blauen Tank verbaut. Den zeige ich euch jetzt mal bei einem alten Set. Hier ist der blaue Tank, den Lego vorher immer verbaut hat. Das finde ich eigentlich ziemlich praktisch. Das würde bei diesem Set fehlen. Bei diesem Set gibt es viele kleine Einzelteile. Zum Beispiel hier im Fahrerhaus. Die Kaffeetasse und die Kanne oder auch den Werkzeugkasten oder die Axt. Ziemlich cool an diesem Set finde ich, dass hinten so ein großer Block mit dem Motor ist. Die Räder hier, die können sich leicht bewegen. Das finde ich sehr cool. Es gibt noch mehr kleine Einzelteile, wie diesen Holzständer. Da ist eigentlich noch eine kleine Kettensäge bei, die haben wir aber nicht aufgebaut, weil wir ein Teil dafür nicht gefunden haben. Aber hier sieht man sie auf dem Karton. Und wir haben auch noch zwei Baumstämme. Beim einen ist so eine goldene Platte, weil die andere braune Platte verloren gegangen ist, falls ihr euch wundert. Ja, ich zeige euch jetzt mal den Karton. Das zweite Modell oder das B-Modell. Das ist ein Holzlader. Die beiden sehen ziemlich cool aus. Beim Holzlader finde ich cool, dass er vorne so dick ausgebaut ist. Dafür finde ich beim Forstharvester sehr cool den Arm und hinten die dicke Klappe. Dieses Set hat viele motorbetriebene Sachen. Hier sieht man die alle am Rand. Vielleicht sieht man sie jetzt besser am Rand.
Jetzt zeige ich euch den vorderen Teil mal etwas näher. Hier unten, das Blatt, das kann man nicht mit dem Motor bewegen. Das muss man selber andrehen. Wenn man hier dran dreht, das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Wenn man daran dreht, an diesem Zahnrad, dann passiert das. Man kann die komplette Kabine schieben, also umdrehen. Ich bedanke mich bei Noah, denn der hat in die Kommentare geschrieben, dass ich ein selbstgebautes Set vorstellen soll. Das ist mir der Forst Harvester als erstes eingefallen. Und ich bedanke mich bei Marc und Simon, denn die haben beim Bau des Forst Harvester geholfen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ich als nächstes das Lego Technik Schiff vorstellen soll. Oder ob ich einen ferngesteuerten Jeep vorstellen soll, der jetzt neu auf den Markt gekommen ist.